Grüßt euch Leute, euer Alulöffel hier. So, wir wollen jetzt mal eine neue Geschichte starten und zwar haben wir jetzt ein Projekt, was über mehrere Tage gehen wird. Daran wollen wir euch teilhaben lassen. Wir machen hier einen Motorradumbau. Wir haben hier eine Suzuki stehen aus den 90er Jahren. Hier wird eine Heckveränderung stattfinden. Sprich, das soll zu einer Streetfighter werden. Quasi Heck kürzer, ein bisschen steiler das Ganze. Wir haben jetzt schon angefangen, das Ganze ein bisschen zu zerlegen. Haben die ganze Kabellage weggetan. Haben uns jetzt einen Plan geschmiedet, wie wir das Ganze machen. Die Unterkonstruktion liegt schon auf dem Schweißtisch, zeige ich euch auch gleich. Und jetzt zeige ich mal das Bike, um was es geht. Und dann gehen wir mal rüber zum Schweißtisch. So, und um das Bike geht es hier. Ist quasi eine Suzuki. Ihr seht, schön cool im 90er-Jahre-Look. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich finde sogar das Lila echt geil. Sieht irgendwie fetzig aus, gefällt mir gut. So, also um dieses Teil handelt es sich. Ich setze mich erstmal oder fühle mich ruhiger. Wir haben hier quasi jetzt schon alles zerlegt, wir haben die ganzen Kabel rausgemacht, die haben wir schon beiseite getan, wir haben das Batteriefach ausgebaut und jetzt soll es natürlich darum gehen, dieses ganze lange Teil einzukürzen. Das soll dann viel steiler stehen, das soll dann ungefähr hier so hoch, soll auch kürzer werden und ja, da sind natürlich einige Umbaumaßnahmen nötig, um das hinzubekommen. Und jetzt scheint die Sonne ganz schön hier rein. Wir gehen mal rüber zum Schweißtisch und da zeige ich euch mal den Rest. Also hier haben wir jetzt mal das Heck. Hier sind wir jetzt gerade schon dabei, eine Unterkonstruktion zu bauen. Natürlich aus Aluminium, klar. Das ist ein GFK-Heck. Das soll dann, wie gesagt, hinten dran. Zeige ich euch gleich nochmal. Und das ist halt ein schön kurzes Teil. Gibt halt einfach eine spritzige Optik gegenüber aus den 90er Jahren, dieses lange Teil. Jetzt überlege ich gerade noch. Wir haben noch Auspuff. Der muss auch noch gekürzt werden. Haben wir eine Akrapovic-Anlage. Hier unten ist der Anschluss, der geht jetzt relativ weit hinter, der soll schön kurz werden. Ich gehe mal vor und zeige euch mal die Auspuffanlage, die liegt im Schrank. Und sieht eigentlich cool aus. Akrapovic ist ja eh immer relativ geil. So, das ist der Auspuff, um den es geht. Und der soll dann quasi angebaut werden, logischerweise. Aber da müssen wir auch noch ein bisschen was anpassen, kürzer werden, steiler werden. Und da geht es dann auf jeden Fall mal um Edelstahlschweißen. Müssen wir ein bisschen formieren und so, das wird dann auch interessant. Und wie gesagt, Heckrahmen ist Aluminium, also Aluminiumschweißen. Also haben wir hier auf jeden Fall schon mal zwei coole Schweißverfahren in dem Projekt drin. Und wir nehmen jetzt mal das Heck und ich zeige euch mal, wo es grob hingehen soll. Also, das ist das GFK-Heck. Das soll dann in diese Richtung gehen. Ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, wir haben uns auf jeden Fall das Maß genommen. Dazu haben wir uns natürlich einen Fixpunkt gesucht, unten an der Schwinge, wo wir mit dem Zollstock hochmessen. Der dann immer gleich ist, logischerweise ist es wichtig, dass wir dann auf die Höhe kommen. Also so in die Richtung soll es gehen. Quasi seht ihr ja, bis wohin wir das Heck abändern müssen. Jetzt wird hier quasi eine Unterkonstruktion gebaut, wie ich es eben schon gezeigt habe am Schweißtisch. Und das werden jetzt die nächsten Steps sein. Aber das sind dann halt so Sachen, die kommen dann im nächsten Video. Jetzt habt ihr erstmal einen kurzen Einblick, was jetzt das Projekt ist, wie es hier weitergeht. Das ist quasi der Anfang. Und wir versuchen, ja, die Woche auf jeden Fall noch einiges in Gang zu kriegen und dann kommt nächste Woche das nächste Video. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Bock auf das Projekt. Ist nicht jedermanns Sache. Ich habe das schon mitgekriegt, wo ein paar Leute hier waren. Viele finden es cool, viele finden es nicht so cool. Ist so eine 50-50 Sache. Ich finde es geil. Das ist wieder ein Aluminiumprojekt. Mir macht das Spaß. Ich finde die 90er Jahre Motorräder ehrlich gesagt ganz schön cool. Haut mir unten in die Kommentare rein, wie ihr die 90er Jahre Motorräder findet. Ob das so euer Stil ist oder ob er sagt, nee, definitiv lieber die heutige Zeit, die Motorräder sind geiler. Und ja, dann würde ich mich natürlich über ein Abo freuen und sage bis zum nächsten Video. Ihr lasst es euch gut gehen und diese Videos werden jetzt immer donnerstags kommen. Gibt es immer ein Update zu dem aktuellen Projekt hier. Also Leute, bis später.